Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf Donnerstag wieder dabei seid. Und heute habe ich eine wahre Fohlenlegende neben mir sitzen. Jörg Neun, ehemaliger Borussia-Spieler und Pokalsieger. Ja, wir werden heute einfach mal, gerade weil wir auch mit Borussia im Pokalviertelfinale stehen, einfach auch mal besprechen, wie es ist, in einem Pokalfinale dann zu stehen. Und vielleicht stehen unsere Jungs ja dieses Jahr auch wieder im Pokalfinale, Jörg. Ja, und bevor wir reinstarten, haben wir noch einen richtig coolen Preis, finde ich. Einfach ein Retro-Trikot von Borussia, eine unterschriebene Autogrammkarte von Jörg Neun und von mir. Das Trikot wird auch unterschrieben, das ist eine einzigartige Sache. Und alles, was ihr machen müsst, den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und einfach Pokalsieger 95 in die Kommentare. Und dann wird der Gewinner ausgelost. Und jetzt, Jörg, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Ich habe auch viele jüngere Zuschauer, vielleicht stellst du dich einmal noch mal kurz vor. Ich habe gesehen, du hast alleine für unsere Borussia 293 Spiele gemacht, absoluter Wahnsinn. Ja, auch erstmal danke, dass wir das machen und freue mich natürlich. Und wie gesagt, ich war 10 Jahre oder 15 Jahre Profi, davon alleine 10 Jahre bei Borussia, über 200 Erstligaspiele, also insgesamt fast 400 Erstligaspiele. Pokalsieger oder stand beziehungsweise zweimal mit Borussia im Pokalfinale 92 und 95, ja. Und ich spiele jetzt immer noch Weißweiler 11 und das sind halt so die Verbindungen noch. Was halt mal ganz interessant wäre, glaube ich, auch für viele Jüngere, wie bist du eigentlich Fußballprofi geworden? Also wie hat sich dein Weg entwickelt dann zu Borussia hin? Also wie bist du quasi zu Borussia dann gekommen? Ja, das war ein langer Weg. Also groß geworden oder meine Jugend habe ich verbracht bei Kickers Offenbach. Und anschließend bin ich dann oder habe einen Profivertrag mit 18 bekommen bei Kickers Offenbach. Bin dann kurz nach Nürnberg, dann Fortuna Köln, Waldhof Mannheim. Und von da aus bin ich dann entdeckt worden während der Saison und bin dann zu Borussia gegangen. Hast du so einen ganz besonderen Moment, den du mit Borussia verbindest? Wahrscheinlich schon der Pokalsieg 95 oder gibt es da auch noch Momente, wo du sagst, okay, die waren noch für mich bedeutender? Ja, 95 war schon der Highlight. Ja. Und auch das Internationale, Roma, Monaco, Arsenal, London, diese Spiele, die waren natürlich auch einzigartig. Hast du noch so gute Bekanntschaften von damals, wo du sagst, ey, mit den Jungs, mit denen ich damals zusammengespielt habe, das sind heute noch meine richtigen Freunde? Ja, auf jeden Fall. Also sind nicht viele, aber ist an Stefan Effenberg immer noch nach wie vor über 30 Jahre gut befreundet. Martin Schneider, Thomas Kastenmeier. Ja. Das sind also so, wo ich noch sehr engen Kontakt zu habe, ja. Und für viele von uns, also die meinen Kanal zugucken, sind halt Fans, ne? Die wissen gar nicht, wie es sich anfühlt, so einen Pokal sich zu beschreiben. Wenn du mal beschreiben müsstest, wie ist das, so ein Finale zu spielen und dann noch den Pokal zu holen, was macht das mit einer Mannschaft und was geht dann in der Kabine auch ab? Ja, das ist schon, die Vorbereitung ist schon sensationell. Du bist ja 2 Tage vorher in Berlin. Und dann kriegst du schon mit, da sind die Fans schon vor Ort und alles geschmückt mit Borussen-Farben. Und dann kriegst du schon die Atmosphäre mit. Du bist im supergeilen Hotel und trainierst dann vorher im Olympiastadion. Und dann das Spiel ist natürlich ein Highlight. Und wenn du das natürlich dann auch gewinnst, das ist natürlich gigantisch. Ne? Und vor allem, wenn du dann, wie wir das gewonnen haben, 95 zurückkommst nach Gladbach und dann sind wir mit so einem Corso bis zum alten Markt hochgefahren. Also das war unglaublich, was da abging. Hat ja wahrscheinlich auch eine unheimliche Bedeutung für die Stadt Mönchengladbach damals gehabt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind damals vom Bögelberg mit Cabrios immer losgefahren. Wir sind kaum durchgekommen. Ich glaube, wir haben 4 Stunden gebraucht. Und die Straßen, die waren dicht. Und dann auf dem alten Markt oben, da war die Hölle los. Also das war für alle, für die Fans, für die Stadt, für die Mannschaft, das war für jeden ein Highlight. Ja, kommen wir jetzt mal langsam so ein bisschen zurück auch zu Borussia aktuell heute. Würdest du sagen, die Mannschaft hat das Potenzial, dieses Jahr nach Berlin zu fahren? Also losgekommen, Viertelfinale jetzt, Drittligist gegen Saarbrücken. Darf man natürlich nicht unterschätzen. Bayern, Frankfurt schon rausgeschmissen. Ja, das ist richtig. Aber wir sprechen hier vom Drittligist. Ja. Und ich will jetzt auch nicht sagen, Pokal, eigene Gesetze, weil das ist abgelutscht, das Ding. Ja. Aber ich sag mal, wenn man jetzt im Viertelfinale ist und das Losglück hat in Saarbrücken, klar wäre es schön gewesen, Heimspiel wäre natürlich super gewesen. Aber jetzt da zu sein und gegen Drittligist zu spielen, da musst du eigentlich das Ding einfahren, um ins Halbfinale zu kommen und das Finale. Das sind noch 2 Spiele und das ist, ich denke, das ist einfach ein Muss. Ja, wie siehst du Chancen, dass wir den Pokal dieses Jahr holen?
Ist natürlich schwierig, Stuttgart-Leverkusen spielen jetzt gegeneinander. Ja, gut, aber wenn du in Berlin bist, dann ist es eigentlich egal. Dann bist du so, so heiß und du willst das Ding. Ich habe es auch umgekehrt mal erfahren, wo wir da waren und gegen Zweitligist rausgeflogen sind. Das war natürlich bitter, aber ich denke, dass die Mannschaft schon so weit ist und dass das gut über die Bühne bekommt. Ja, ich glaube auch. Also wenn du jetzt Saarbrücken schlagen kannst, dann sind es nur noch 2 Spiele und in 2 Spielen kann halt alles passieren und die Chance ist auf jeden Fall gegeben. Wie verfolgst du aktuell die Borussia? Also gehst du noch regelmäßig ins Stadion? Hast du noch Kontakt zu Leuten oder suchst du jetzt eher, also jetzt, weil du ja schon länger jetzt nicht mehr aktiv bist, hat sich das ein bisschen abgeflacht oder verfolgst du die Borussia noch sehr, sehr intensiv? Wir haben gerade einen Gast auch dabei. Ja, ich verfolge also schon jeden Spieltag und schaue auch viel zu Hause. Im Stadion bin ich vielleicht so 3-4 Mal im Jahr und verfolge es aber trotzdem und würde mich natürlich freuen, wenn wir wieder in Berlin, weil dann wären wir wahrscheinlich auch eingeladen und können das alles, alles nochmal so miterleben. Ja, das wäre natürlich fantastisch. Wie siehst du so aktuell, also was bei Borussia halt auffällig ist, gar keine Konstanz mehr auf der Trainerposition. Ich glaube, in den letzten 4 Jahren 4 Trainer. Jetzt ist Gary Seoane da. Im Sommer viele, viele Spieler sind gegangen. Auch, ja, qualitativ hochwertige Spieler, sage ich mal, mit Thuram, Benzebaini, Stindl, Jonas Hofmann. Und jetzt sind viele neue Spieler dazugekommen, auch sehr, sehr viele junge Spieler. Wie siehst du da die Entwicklung? Glaubst du, dieser Cut war gut, den wir im Sommer gemacht haben? Ja, es musste mal ein Cut her und ich denke, mit dem neuen Trainer, es war schwierig am Anfang und jeder oder ich habe auch gedacht, oh, das wird eine ganz schwierige Saison und ich glaube, da dürfen wir uns jetzt nicht beschweren, wenn wir jetzt dastehen. Das Einzige, was mich persönlich nervt, ist halt, dass wir immer wie so ein Aufbaugegner sind. Ja. Wenn man jetzt sieht, bei Union Berlin, ne, verlieren vorher alles klar, den Trainerwechsel. Aber da muss ich gucken, dass ich wenigstens in so spielen, wenigstens ein Pünktchen mal mitnehme. Ja. Aber ich denke mal, so im Großen und Ganzen, bis auf diese Spiele, wo wir mal herschenken, stehen wir schon gut da, wo ich nicht gedacht hätte. Wie siehst du das heutige Management von Borussia? Sind ja auch noch viele, viele Leute da. Also Borussia steht ja schon gerade in dem Management. Roland Wirkus, Aretz, Bonhoff, Meier, alle jahrelang da. Die kennst du ja wahrscheinlich auch noch von früher. Ne? Und sind ja heute, aber Schippers ist ja auch schon Ewigkeiten da. Wie ist da deine Einschätzung zu? Ja gut, ich denke, Roland Wirkus und Schippers, das sind so die Personen, die schon ewig im Verein sind, das von A bis Z alles kennen. Ich finde halt nur, was meine persönliche Meinung ist, dass man oben mal irgendwann schon auch mal anfangen sollte, da bis frischen Wind reinzubringen und verjüngert. Also das wäre schon so mein Wunsch oder wo man vielleicht auch mal angreifen sollte. Ne? Bin ich tatsächlich komplett bei dir. Das Thema hatte ich auch schon mal in der Folge, dass man da das definitiv nicht verschlafen darf. Grundsätzlich würde ich aber sagen, mit den Mitteln, die sie im Sommer hatten, haben sie eigentlich einen ordentlichen Job gemacht. Ich glaube, wir haben eine konkurrenzfähige Truppe da stehen. Wäre es vielleicht noch was für dich, auch noch mal bei Borussia aktiv zu werden? Ich bin raus. Du bist raus? Zuschauer. Ja. was glaubst du, was diese Saison möglich ist mit der Borussia? Also in der Bundesliga, ne? Junge Mannschaft. Ja gut, wie gesagt, bis jetzt ist es ordentlich, bis auf diese Schweinespiele. Ne? Aber ich denke mal schon, dass das ein einstelliger Tabellenplatz durchaus drin ist. Warum nicht? Ja, bin ich tatsächlich. Und da können wir auch zufrieden sein, ne? Ja. Denke ich. Bin ich absolut komplett bei dir, Jörg. Bin ich absolut komplett bei dir. Ja, das war's. Wunderbar. Und jetzt alle in die Kommentare schreiben: Pokalsieger 95, unterschriebenes Trikot von Jörg 9, Autogrammkarte von uns beiden. Was Besseres gibt's nicht, oder? Würde ich auch sagen, ist der Abend gerettet. Der Abend ist gerettet. Ich würde sagen, wir gehen noch einen trinken heute, oder? Auf jeden Fall. Jörg, ich danke dir. Danke auch, Rudi. Hau rein. Jo. Wir sind Borussia.